Okay. Überlass die beiden Pokémon einfach mir. Ich mache kurzen Prozess mit ihnen, damit wir weiter können. Hier entfaltet sich gerade eine hochemotionale Geschichte. Nicht, dass ich mich beschwere. Wenn die beiden wirklich nur einander als Familie haben, dann wollen sie sich bestimmt um jeden Preis wieder begegnen. Er redet doch gerade von sich selbst, oder? Ich mache mal ganz kurz Pause, ich bin gleich wieder da. So. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie Rauschen oder so zwischendurch drin war. Weil das sah so aus, ob halt das Kabel leicht am Stromkabel dran war. Terra-Stück, nochmal, was ist das denn für eine Höhle da? Hallo. Oh, guck mal. Das haben wir doch. Von hier. Okay, zu Beerus. Hinterrand. Ich dachte, das war Eis, das sah so aus, ob sie drauf rumgelaufen sind. Sneebel. Victory. Chanera. Okay. Na dann. Ich dachte eben, man kommt da nicht rein. So. Ich vermute mal, wir müssen durch die Höhle da, oder? Oh Mann, die will auch die ganze Zeit nur kämpfen. Was war das eben für ein Ruckler? Naja. Ich hoffe mal, ich laufe richtig. Oh, da ist so ein Buttergel. Hallo. Hallo, Portugal. Eisenbündel. Heißt das? Na dann. Ui, sehr schön. Friert trocknen. Dann fangen wir das mal. Gut. Grasfeld. Regeneriert 5 Runden lang in jeder neuen Runde ein paar KP. Alle Pokémon, die den Boden berühren, erhöht die Stärke von Attacke von Pflanzenattacken. Ja, nee. Egal. Eisenbündel, Paradox-Pokémon. Es ähnelt einem rätselhaften Objekt, von dem in einer alten Schrift die Rede ist. Bisher wurde diese Pokémon erst 2-mal gesichtet. Okay. Na dann. Ich wollte es einfach mal fangen. Die laufende Salz, ne? Die laufenden Salzsteine. Hängen die da an der Wand rum? Okay. Aber ich würde sagen, wir laufen schon richtig. Oh.
Boah, so viele große Kristalle. Wie hübsch. Und da unten sind ja noch mehr. Wenn wir da runterfallen, war's das. Immer so optimistisch. Stimmt, passt gut auf, wo ihr hintretet. Der Professor muss irgendwo da unten sein. Also werden wir ihn bald treffen können. Aber das beschäftigt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also gut, Sandus, Emilia, Cosima, gehen wir weiter. Aber haltet die Augen offen. Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz. Hier sieht es irgendwie aus wie aus einer anderen Welt. Fast wie ein Paradies. Das Licht, mit dem die Kristalle hier leuchten. Vielleicht geht es nur mir so, aber es erinnert mich stark an die Terra-Kristallisierung. Ob es da eine Verbindung gibt? Bestimmt. Die Antworten auf all unsere Fragen liegen dort unten. Also los. Ja, mit Sicherheit. Ist das sowas? Kann man die überhaupt anklicken? Ne, schade. Oh, guck mal, das andere Dummiese. Hallo. Das ist das Zweier. Das Dreier ist noch seltener. Dummiesel. Okay. Normalerweise der Dummiesel, ne? Na, mach ich's platt oder fang ich's? Oder nicht? Okay. Orkan. Ui. War das eine starke Attacke? Ich und mein. Ich glaube auch immer noch Scheiß. Naja. Natürlich. Verwirrt. Really? War das jetzt dein Ernst eben? Dass du nicht drin geblieben bist? Hallo. Das will mich doch gerade voll verarschen. Ja, es will mich wirklich voll verarschen. Ja, es will mich wirklich voll verarschen. Naja. Jetzt sollte es aber zumindest drin bleiben. Hoffe ich. Okay. Mann, oh Mann. Dummiesel. Edge-Schlangen-Pokémon. Zwei-Segment-Form. Es vertreibt Feinde aus seinem Nest, indem es große Mengen Luft in seine langen Schmeinlunge saugt und eine mächtige Druckwelle ausstößt. Zwei-Segment-Form. Es gibt ja noch die Dreier davon. Ja. Bliebe. So, Hyperheiler. Okay. Wieder erledigt. Das sind Zweier. Premierball, zwei Stück. Was ist denn hier hinten? Da hinten, wo die Blockade war, ne? Wo man so nicht durchkommt. Liegt hier irgendwas? Oder warum kommt man hier so hin? Nö. Gucken wir mitten in der Wand drin, alles klar. Ich war nur ein Sonderbonbon.
Sind das Pokémon hier oder was ist das jetzt? Ah, okay. Dachte ich es mir. Lumiflora. Naja. Dann fange ich es mir einfach. Das hat mich halt neugierig gemacht. Aber ich habe es mir halt auch schon gedacht. Och man. Bleib doch einfach drin. Wenn ich dich fangen will, sollst du auch drin bleiben. So wie sich's gehört. Oh man. Die Pokémon sehen halt auch so merkwürdig aus. Das war falsch. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, aber naja. Naja, kannst später auch noch fahren. Ist ja nicht das Problem. Egal. Ich hätte es haben können jetzt. Aber ich habe außerdem weiter angegriffen wieder. Weil ich nicht richtig geguckt habe. Aber hier sind auch fast alle, ne? Ja, ja. Wir können ja hier lang rennen wahrscheinlich. Als darüber zu laufen jetzt. Obwohl. Da lag was rum. Ich lese unten gar nicht, was da steht, weil es wirklich viel zu schnell weg ist. Das ist, wenn man die Textgeschwindigkeit auf 2 gestellt hat. Ist ja normal dann. Klar, dann kommst du näher, verschwinden und dann tauchen sie wieder auf. Egal. Ich will da nicht weiter was zu sagen. Hätten die halt besser machen können, aber. Naja. Ich muss gleich wieder zurückrennen, ne? Terra-Ausbruch, okay. Natürlich muss ich wieder zurückrennen. Oh man, nur um die Attacke zu holen oder wie? Ja. Okay. Egal. Kann man ja auch mal machen. Ne? Mir geht das Rennen echt auf die Nerven. Das ist auch nur die 2er. Ja. 3er sieht halt anders aus. Wäre echt Glück, wenn hier mit einmal die 2er auftauchen würde. Und das Ding? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Bruder meint. Der irgendwie 1% oder so. Da ist eine Chance. Vor allem auch zu entwickeln. Vielleicht hat man die größere Chance, das hier so zu finden. Weiß man ja nicht. Leg mal, machst ganz viele Eier. Dann lässt du alles schlüpfen und dann machst du so, dass alle sich entwickeln nach und nach. Dann guckst du, ob du das kriegst. Oh, ist das eine Arbeit dann. Aber gut, ist ja Shiny Hunting genauso, ne? Und dann noch dazu Shiny kriegen in 1%, die 3er Segmentform. Uiuiuiui. Warte mal. Ich mach erstmal heilen einmal. So. Weil wir eh gleich wieder angegriffen werden. Ja, ja. Guck mal, ist halb kaputt. Wir werden doch nicht angegriffen. Hätte ich jetzt aber erwartet. Oh. Oh, wow. Hier herrscht ja das reinste Chaos. Irgendetwas scheint hier alles verwüstet zu haben. Mag sein, aber was? Hallo Kinder. Huch, Professor, habe ich mich erschreckt. Entschuldigt. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier alles verwüstet? Entschuldigt. Hallo, Kinder? Ja.
Hallo, Kinder? Hallo? Hallo? Was zum... Hören Sie bitte auf, das ist gruselig. Hallo, Kinder? 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 Okay. Das System wird neu gestartet. Das muss an einem gestörten Signal gelegen haben, oder? Vielleicht. Es war auf jeden Fall seltsam. Fast so, als wäre... Fast so, als wäre das er gewesen selber, der eine Störung hat. Wenn das ein Scherz sein sollte, war es total geschmacklos. Ich habe wirklich Angst bekommen. Oh. Funktioniert aber trotzdem. Alle Schlösser wurden entriegelt. 1, 2, Test. Hallo? Hallo? Entschuldigung wegen Ihnen. Es gab eine kleine Verbindungsstörung. Verbindungsstörung? Pah, wer es glaubt. Pepper. Alle Schlösser sind entriegelt. Bitte begebt euch nun zum tiefsten Punkt von Zone 0, wo sich das Labor 0 befindet. Ausruhen. Hätte ich eben also nicht heilen brauchen eigentlich, aber gut. So. Hier liegt alles in Trümmern. Ob das wohl ein paar jähzornige Pokémon verursacht haben? Wenn das Schloss entriegelt ist, können wir hier endlich verschwinden. Man könnte fast meinen, aber nein, das kann nicht sein. Dass sein Vater vielleicht auch aus der Zukunft kommt und ein Roboter ist? Keine Ahnung. Ich weiß es halt echt nicht mal. Er ist jetzt nur drauf losgeraten. Weil ich mir ja auch nie dazu was angeguckt habe. Weil ich das immer erst zu Ende. Wenn ich zum Let's Play mache, das auch zu Ende Let's Playen möchte. Und mich nicht irgendwo spoilern lassen möchte. Deswegen versuche ich immer so gut wie es geht, alles zu vermeiden. Wenn man es vermeiden kann. Und nicht einfach gespoilert wird von irgendjemand. Ja. Ja, und wo müssen wir lang? Was ist das denn? Okay, hier müssen wir nicht lang. Aber erstmal das Item holen. Das sieht halt schon echt cool aus da unten. Muss man schon sagen. Doink, doink, doink. Terra-Stück und Licht. Hier findet man ganz schön viele Terra-Stücke jetzt. Also, wo wir weiter unten sind. Ist da noch irgendwas? Nö. Hui. Dieses Umdrehen dauert auch immer so lange, ey. Irre Stück Kampf. Ja, umso weiter wir runterkommen, ne? So. So, lo, 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 lo. Hallo. Pokémon. Hallo. Hier noch irgendwas? Dieses Gelaufe dahin, ne? Das ist auch nur ein Zweier. Schade, aber wäre halt wirklich Glück, wenn ich mir da mal so einen Dreier finden würde. Würde ich eigentlich feiern. Hier irgendwas hinter, ein Item oder so? Nö. Okay. Dann nicht. Da liegt eine Attacke rum. Spuckball.
Ich habe umso immer mehr ich rede, umso mehr habe ich immer einen Frosch im Hals. Hier haben wir auch nichts. Okay. Mann, ich könnte mir einmal einen von diesen hier fangen, ne? So viele wie hier rumlaufen. Aber habe ich irgendwie gerade keine Lust drauf. Einige fange ich, einige nicht. Na, taucht gleich irgendwas auf? Würde mich halt nicht wundern. Das sieht so aus, ob das schon Jahre da stehen würde. Wegen dem Kristall. Hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0. Wir haben es geschafft. Mal sehen, ob an den Legenden über den Schatz, der hier liegen soll, was dran ist. Glaubst du alle Märchen, solange sie in den Schulbüchern stehen? Kleinen Moment. So. Hallo, Kinder. Ihr habt es hierher geschafft. Gut gemacht. Das Gebäude, vor dem ihr hier steht, ist das Labor 0. Dort drinnen halten sie sich gerade auf. Richtig, Professor? Aber es sieht so aus, als ob das ganze Gebäude von Kristallen verschlungen wird. Den Kristall hier in Zone 0 und eine rätselhafte Energie inne. Sie vermag es, Fertigkeiten von Lebewesen zu verändern und sogar die Leistung von Maschinen zu optimieren. Es handelt sich um die gleiche Energie, die es Pokémon ermöglicht zu terrakristallisieren. Heißt das also, dass dieses Gebäude gerade terrakristallisiert wird? Pepper, halt mal für einen Moment den Schnabel. Die Terrakristall-Orbs bestehen also aus den Kristallen, die man hier in Zone 0 findet, ja? Korrekt, aber nur die wenigsten wissen davon. Jetzt, da ihr alle vier Schlösser entriegelt habt, könnt ihr das Tor zum Labor 0 öffnen. Aber seid gewarnt, sobald ihr diese Tür öffnet, werden die gefährlichen Pokémon, die sich im Inneren befinden, augenblicklich herausströmen. Gefährliche Pokémon? Ich bin sicher, gemeinsam werdet ihr vier das bewerkstelligen. Bitte bereitet euch gut vor, bevor ihr das Tor öffnet. Ja, hab ich ja. Keine Sorge, Sandus und ich können es mit jedem Gegner aufnehmen. Super, dann haben wir ja rein gar nichts zu befürchten. Ja. Nee. Ja, und mich aus, einfach aus dem Staub gemacht, ne? Einfach abgehauen von mir. Naja. Möchtest du das Tor zum Labor 0 öffnen? Ja. Du öffnest das Tor zu... Hey, Moment noch. Im Ernst? Du weißt echt, wie man einen besonderen Moment versauen kann. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass sich gleich heftige Pokémon auf uns stürzen, sollte Miraidon auch mit von der Partie sein, oder? Du hast recht. In der Meeresbruchthöhle war Miraidon damals ein richtiges Kraftpaket. Ich würde es gern nochmal so kämpfen sehen. Ich weiß ja nicht. Seit wir in Zone 0 sind, lässt es niemanden mehr auf sich reiten. Und seine Kampfform kann es doch auch nicht annehmen, oder? Es ist extrem stark. Das könnt ihr mir glauben. Schließlich hat es alle die Gewürze gegessen. Wenn es drauf ankommt, wird es kämpfen. Außerdem hat es zumindest für eine Weile in Zone 0 gelebt. Vielleicht findet es ja seine Familie wieder, wenn wir es aus dem Ball lassen. Du sagst ja auch mal was Vernünftiges, Pepper. Hm, meinst du? Ich weiß nicht so recht. Los, Sandus, lass Miraidon aus seinem Ball. Ja. Auf geht's, Sandus. Jetzt, wo unser Trupp dank Miraidon vollständig ist, kannst du endlich das Tor öffnen. Na dann. Natürlich ein Alarmton.
Oh, schau mal, deine Familie ist hier um dich. Endlich kann es sein. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Wie das am Lecken ist, ey. Wie so ein Hund, der Angst hat, ne? Vielleicht ging das nur mir so. Aber das war jetzt nicht das rührende Wiedersehen, das ich erwartet hatte. Meinst du das tatsächlich ernst? Das war doch offensichtlich. Wir sind um Haaresbreite einen heftigen Kampf entkommen. Was? Echt? Mirraido ist auch ganz neben der Spur. Das war kein Freund von ihm, nehme ich an. Denke ich auch. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei diesen anderen Dingen. Hey, mach dir nichts draus. Sobald du die Kampfform wieder annehmen kannst, wirst du das Ding nur fertig machen. Also, denke ich zumindest. Ah, ich meinte nur. Tut mir leid. Könnte der Professor dieses andere Mirraido gemeint haben, als es um die gefährliche Pokémon ging? Aber meinte der Professor nicht, dass sie von innen aus dem offenen Tor herausströmen würden? Aus dem offenen Tor? Tschüss. Was zum... Okay. Wir sind umzingelt. Die sind uns ganz eindeutig nicht freundlich gesinnt. Es sind zu viele. Sind das alle Pokémon aus der Zukunft? Das sieht echt übel für uns aus. Unser Begleiter hier ist auch nicht in der besten Verfassung. Ha, da habe ich nur gewartet. Was? Ach so, darauf habe ich nur gewartet. Jetzt ist es Zeit für meinen großen Auftritt. Centus, das ist ein Job für uns zwei. Okay. Ist ja nicht so, dass wir eben schon gegen eins gekämpft hatten, ne? Erstmal Terra-Kristallisierung wieder. Ja. Ich mute mich einmal ganz kurz. Natürlich ging meine Attacke daneben, ne? Na super. Aua. Es hat aber weh. Ja, natürlich. Schon wieder so. So. Wow, die sind echt stark. Also wenn das kein gutes Training ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja froh, dass du hier bist. Aber wenn du dann solche Sprüche raushaust, dann das macht mich echt fertig. Ah, bleib mir ja vom Leib. Hilf mir bitte, Centus. Das kämpfen wir mit jedem einmal. Na dann.
Ja. Machen wir so. Dü-dü-dü-dü. Ha, ha, ha. Und tschüss. Was mir aber wieder so fehlt, ist rundenbasierter Kampf. Also diesen Dreier-rundenbasierter Kampf. Ah, die Zukunft muss schrecklich sein. Oh nein, sie hauen ab. Und? Wenn sie nach draußen gelangen, haben wir ein gewaltiges Problem. Los hinterher, Cosima. Was? Warum ich? Wartet! Ah, ich wusste. Ah, halt. Wartet. Und warum habe ich das Gefühl, dass dir das Spaß macht? Weil es dir Spaß macht. Was denn sonst? Ob das gut geht? Die anderen haben sich davon gemacht. Dann kümmern wir beide uns wohl um den Rest. Schauen wir doch mal, was dieses Vieh so drauf hat. So, welches Level ist das? 64. Aber klar, dass hier ordentlich Attacken eh nichts nützen. Tja. Und tschüss. Haben gar nichts drauf. War auch noch Volltreffer. Ah, Herr Knüttel ist ja Feenattacke, ne? Ha, so macht man das. Wir sind eben perfekt aufeinander abgestimmt. Die Herrscherkämpfe haben uns gut vorbereitet. Du hast Angst vor dem anderen Pokémon vorhin. Ist es das? Also gut. Der Rest ist nicht der Rede wert. Wir nehmen den, übernehmen dann ab hier. Also schnapp dir deinen Partner da und geh weiter, Zendus. Schaffst du das auch? Autsch. Hab ruhig ein bisschen mehr Vertrauen in deinen Freunden, in deine Freunde. Mastifioso kann es kaum erwarten, sich in den Kampf zu stürzen. Ich musste das andere nehmen. Miraidon. Wegen dir hatte ich eine miserable Kindheit. Aber deshalb macht es mich trotzdem nicht die geringste Freude, dich hier so zusammengekauert, den Schwanz einziehen zu sehen. Du bist wahnsinnig stark. Merk dir das. Und wir stehen alle an deiner Seite. Also. Also verliere nicht gegen dieses Ding da drin. Ist das klar? Nimm deinen Mut zusammen und stell dich dem, was da kommt. Ihr schafft das. Okay, geheilt. Dann würde ich sagen, wollen wir mal rein dann, ne?